live with multiple illnesses that significantly impact my life, but no one can see I have these illnesses just by looking at me. I'm about to give you all the background information you need to understand why I approach languages the way I do, and how I learn and maintain my languages despite the incredibly limited energy that comes with my illness. Part of this story includes being abandoned by my family when my health was rapidly declining and I needed their support the most because I was unable to work, had no place to stay, and had no money for food. Being unable to access government aid and not having my family to fall back on left me in some very unpleasant situations. My dream is to start a foundation to help patients such as myself who are left homeless or living in abusive environments as a result of their communities discarding them because of an illness they don't understand. If you'd like to offer your support in helping make this dream a reality, starting foundation is completely uncharted territory for me, so I welcome all of the support and guidance I can get. Jó napot kívánok! Alézia vagyok. Amerikában nőttem fel, de Európában élek. Angolul, németül és franciául beszélek. Magyarul tanulok, és egy kicsit tudok spanyolul is. YouTuber és sajnos beteg vagyok. My great-grandparents spoke Louisiana Creole. But due to the political climate at the time, it was seen as taboo to be multilingual. There was even a law passed in 1916 in Louisiana forbidding French from being spoken in classrooms and public buildings in the state. In many families, this is the point where the language began to die out because it wasn't being spoken openly or passed down to younger generations. The past few decades, Louisiana has been trying to turn that around and rebuild its French heritage. But so many had already moved away from Louisiana to cities in other states because they wanted better life than picking cotton and sugarcane in the fields. Since these other states don't share Louisiana's French heritage, my grandparents and parents' generation grew up only being exposed to the occasional French profanity, which was about all they managed to hear louder than a whisper. In recent years, my grandmother started saying a bunch of phrases in Creole, so I knew she'd picked up little bits as a child, but this is something I was never exposed to growing up. Say cheese. I'm not gonna say cheese, I'm gonna say Bessemon cheese. No, I knew Joyeux anniversaire. I meant to look it up before I came down here. Sing it this way. Merci, mon chie. Don't record me because I'm about to say something profane. I've been recording you the whole time. I was going to say merci, mon chie. Mi primer encuentro con una lengua extranjera ocurrió a los 6 años cuando entré a clase de español en primer grado. Tuve algunas clases de español a lo largo de mi educación, pero fue hasta la escuela preparatoria que comencé a sentirme frustrada por no tener progresos. Kurz bevor ich mit der Uni angefangen habe, bin ich ans Studienangebot gekommen und habe es durchgeblättert auf der Suche nach einem Hauptfach, das mir ermöglichen könnte, ins Ausland zu reisen oder sogar zu leben. Ich hatte nicht erwartet, auf Foreign Languages und International Studies zu stoßen, wusste aber sofort, dass es für mich perfekt war. Ich hätte jede Sprache wählen können, bin jedoch halb zufällig bei Deutsch gelandet. Von diesem Zeitpunkt an wurde Deutsch die Sprache, die in meinem Leben immer Vorrang nimmt. Allerdings, von Disclosure, mussten wir mit Fremdsprachen als Hauptfach nur 5 Kurse in der Hauptfremdsprache und nur 2 in der Nebenfremdsprache belegen. Bei einer Fremdsprache als Nebenfach hingegen benötigt man mindestens 6 Semester. Daher ging es bei meinem Hauptfach nicht so tief ins Thema, wie man es von den Namen Fremdsprachen und internationale Studien vielleicht erwartet hätte. Außerdem, wenn Studenten in den Staaten eine Fremdsprache studieren, beginnen sie von vorne an, lernen von Grund auf
und haben eventuell gegen Ende des Studiums einen Film- oder Literaturkurs in ihrer Sprache. Es ist nicht so, dass sie zu Beginn des Studiums zumindest schon ein mittleres Sprachniveau erreicht haben und sich während des größten Teils des Studiums mit der Literatur der Sprache auseinandersetzen. Ein paar Jahre später befand ich mich in Tübingen im Süden Deutschlands für mein Auslandssemester und hatte vom ersten Moment an das unerklärliche Gefühl, zu Hause zu sein. Dennoch wurde mir schnell klar, dass die letzten 4 Semester Deutschunterricht eigentlich nichts waren. Ich konnte mich kaum ausdrücken. Beim Sprachkurs wurde ich in die A2-B1-Gruppe eingestuft, nicht mal in die B1-Gruppe. Trotzdem hatte ich bis zum Ende des Semesters das Niveau B2 erreicht. Nach dem Auslandssemester habe ich das Studium abgeschlossen und da ich so eine wunderschöne Zeit in Deutschland erlebte, bin ich direkt wieder zurückgekehrt. Der Plan war, einem Dolmetscherstudium nachzugehen, was bedeutet, dass ich ein C2 in 2 L2s brauche. Mein erster Schritt war, mich auf die deutsche Sprache zu konzentrieren, weil das meine B-Sprache sein sollte. Ich schrieb mich nebenbei an der Uni ein und habe es mit dem Französischkurs ausprobiert. Ich habe nichts gelernt, höchstens die Wörter Stilo et Sac. Nach ein paar Wochen hörte ich langsam auf, daran teilzunehmen. In den vergangenen Spanisch- und Deutschkursen war ich immer die Schlechteste beim Sprachunterricht. Aber ich hatte mich auch noch nie zuvor an Orten aufgehalten, wo diese Sprachen verwendet werden. Dann, nach einiger Zeit Aufenthalt in Deutschland, nahm ich an einem Abendkurs an der lokalen VHS teil und war erstaunt, dass ich irgendwie natürlicher sprechen konnte als alle anderen in der Klasse. Ich glaube, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein Deutschniveau erreicht hatte, das etwas im Gehirn freischaltet, was einem ermöglicht, Sprachen leichter aufzunehmen. Nach 3 Jahren Immersion in Deutschland bin ich von A2 zu C2 aufgestiegen. Wahrscheinlich 12 nicht mal aufeinanderfolgende Jahren Spanischunterricht ohne Immersion hing ich immer noch bei B2 fest. That sort of language limbo really killed any passion I might have had for the Spanish language. So when I decided on French as my C language, I knew I definitely didn't want any more of that traditional classroom experience where it feels like you're just treading water. I wanted to be immersed in the language and soak it up like a sponge. This experience played a pivotal role in how I approached future language learning. While some people said I should just take French classes in Germany, I knew that would eat through years of my life while not getting me far. So it was decided. I'd be moving to France with no prior knowledge of the language to learn French. There was just one catch. My health was rapidly declining, and with just a few weeks to go, one of my doctors told me there was no way I'd be healthy again in time for the move. Quand j'étais petite, on avait découvert que j'avais une allergie aux arachides et de l'asthme. Au cours de même période où j'étais exposée pour la première fois à l'espagnol à l'école primaire, on m'indiquait que si je mangeais trop d'un certain aliment, je développerais une allergie à cet aliment. Au collège, tout en reprenant l'espagnol après quelques années de pause, j'avais du mal à rester éveillée pendant les cours. Et les sports que je pratiquais sont devenus plus difficiles. Ma mère voulait que je fasse monter mes notes et je lui dis que je me sentais plus intelligente quand j'étais plus jeune. Ce que j'essaie de dire, c'est que je souffrais de brain fog, mais il me manquait les mots. Ça a duré encore une douzaine d'années avant que je sache ce qu'était le brain fog. Au lycée, à la même époque, quand je souhaitais quitter l'espagnol pour tenter ma chance avec le français, quand ma mère venait me chercher après l'école, elle me demandait comment j'allais et ma réponse était toujours fatiguée. C'est devenu une sorte de thème récurrent où elle a finalement commencé à dire « Comment ça va ?» et « Dis pas fatiguée ». Mais bon, on l'avait attribué à l'adolescence.
puis quelques années plus tard, c'est devenu étudiante typique. J'ai développé une réputation, même avec la famille d'accueil avec laquelle je vivais, suite à mon retour en Allemagne après mes études, qui connaissait pas ma propre famille, pour être toujours fatiguée. Nach dem Studium und ein paar Jahre in Deutschland fing ich an, mich auf die Goethe-Prüfung vorzubereiten. Ich dachte, Texte auswendig lernen würde dabei helfen, habe mich also für einen Theaterkurs an der Uni angemeldet. Wer im zweiten Semester weitermachen wollte, verpflichtet sich dazu, ein Stück in verschiedenen Städten in der Gegend aufzuführen. Im Juni und Juli sind wir aufgetreten, aber ich hatte ehrlich gesagt überhaupt nicht die Kraft, es zu genießen. Kurz vor Premiere war einer der Hauptdarstellerinnen so überfordert, dass sie aussteigen wollte. Der Gedanke, dass das Ganze abgesagt werden könnte, gab mir solche Hoffnung. Es wäre so eine große Erleichterung, wenn ich mich einfach nur ausruhen könnte. Aber ich konnte mich nicht dazu bringen, selber auszutreten. Ende Juli, sobald es mit Theater vorbei war, ließ ich mich die Zeit bis zum Arbeitsvertragsende ein paar Monate später vom Arzt krankschreiben. Zu diesem Zeitpunkt blieb ich den ganzen Tag im Bett, es sei denn, es war absolut notwendig. Und selbst dann war es so unfassbar schwierig, hochzukommen. Ich weiß noch, wie ich einmal eine halbe Stunde lang auf der Bettkante saß, bis ich mich dazu bringen konnte, aufzustehen. Zusätzlich zu den Terminen bei Spezialisten, um weiter nach der Quelle dieser mysteriösen Krankheit zu erforschen, habe ich meinen Gastrologen um einige Untersuchungen gebeten. Die Ergebnisse davon haben zu weiteren Diagnosen geführt. Ich bekam Hefte, in denen erklärt würde, wie diese Krankheiten wirken, wie mein neu diagnostiziertes Leben aussehen würde und mit Safe-Listen, welche Nahrungsmittel sicher waren, was zu vermeiden war und warum. Am nächsten Tag bin ich nach Paris gezogen. Klingt bestimmt seltsam, in ein fremdes Land zu ziehen, in dem man nicht mal die Sprache spricht, wenn man keine Ahnung hat, was mit der Gesundheit los ist, kaum aufstehen kann und seit Monaten nicht arbeiten konnte. Aber es hat über ein Jahrzehnt gebraucht, um überhaupt zu erkennen, dass es ein Problem gab und dass etwas wirklich nicht stimmt. Mir war bewusst, wie genervt die Theatergruppe von mir war, weil ich meinen Teil dazu nicht ausreichend beitragen konnte, besonders im Vergleich zu einer schwangeren Mitgliederin, die vieles mehr geschafft hat, als ich es konnte. Vor allem, weil sie keinen Grund sahen, warum ich so wenig tat. Aber ich konnte es denen damals auch nicht wirklich erklären, weil ich selbst nicht wusste, was los war. Als ich ein paar Monate nach dem Ende des Theaters umgezogen bin, hatte ich immer noch den Eindruck, dass dieses Problem schnell gelöst sein würde. Alle meine Diagnosen bisher waren diätisch, also habe ich nach der Ankunft in Frankreich alle meine Safe-Foods-Listen zusammengetan, um eine sehr kurze Safe-Safe-Liste zu erstellen und war mir sicher, dass ich die böse Zutat innerhalb kürzer Zeit finden würde und wäre bald wieder zurück beim normalen Leben. Aber das Problem bestand weiter. Ich habe immer wieder Lebensmittel raus aus der Diät entfernt, hatte aber nie mehr als vorübergehende Verbesserungen der Symptomatik. When I arrived in France, I began working right away, and even those 1 to 2 hours a day were so exhausting that I'd stay in bed until I had to work in the afternoon and then go to the store afterward. I didn't want to risk getting food first and not having the energy to work. The only days I got out of bed earlier were when I had French class or a doctor's appointment. But it wasn't long before I began showing up late, leaving early, or not making it to class at all. After 6 months, in April 2016, I lost my job and had to move.
Since I wasn't able to find another job or place to live, I began couch surfing as a means of survival. I didn't work for the next 6 months, four of which I spent staying with people as a guest where I had no space of my own. When I finally began working again, October 2016, I only lasted a couple months before work and then food was no longer an option. It became work or food. I knew then that I had to stop working because nobody was going to care for me if I couldn't do it myself. Initially, I still didn't want to tell anyone I was sick because I felt I couldn't end that story on such a depressing note. I wanted to beat it and then tell the story of a struggle I'd overcome, one with a happy ending. But eventually, I realized this wasn't going to be a quick fix. I'd been to so many specialists and tried so many treatments, but nothing helped. So finally, I began sharing about my illness on Facebook, which is the first many relatives and family friends would have seen of it. And I witnessed how much of a response I'd get if it were a picture of me looking happy or my food, and how little when it was related to my health. In April of 2017, after 6 months of not working, my contract was once again coming to an end, and I finally had to admit to myself that I wasn't getting any better and needed help. But my family didn't offer the supportive response I would have hoped for. They couldn't reconcile the image they had of me living a healthy, active lifestyle with the reality that I could actually be sick. What they knew was part one, and when I tried to share part two with them after the fact, they rejected it. They rejected me. Chronically ill patients being shunned by their family because they're sick at a time when they are most in need of support is shockingly common. But especially coming from a Black American family that lived through slavery and segregation, there's this very deeply ingrained idea that being too sick to work is physically just not even possible. And it's not just an internal problem. Black people face so much racism when it comes to getting medical care. We have this idea that Black women don't feel pain and have to tough it out because that's just what you do. And yeah, if you think about it, if they had ever said they were too sick to work, they wouldn't have survived. Not just economically, but they literally risked physical harm. As we all know, Black people all around the world are still being assaulted and murdered just for existing. So, when do they even have a moment of not being on high alert to begin overcoming those centuries of trauma, including that which happened and continues to happen during their own lifetime? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quel choix? J'ai lancé un crowdfunding sur GoFundMe pour couvrir au moins le coût de la nourriture et je suis revenue vers le couchsurfing parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Alors, comment j'ai appris le français? Surtout par nécessité. Au cours de mes 6 premiers mois en France, quand je suis allée en cours, je suis passée d'un niveau A0 à effectivement un niveau B1. À part ça, il y avait les échanges entre moi et mes médecins, la sécu, la banque, l'OFI, la mutuelle, etc. Un rendez-vous ou par téléphone ainsi que par mail. Ce qui a fait monter mes compétences, surtout à l'oral, mais également un peu à l'écrit. Il était plus facile de trouver des hôtes en Allemagne. Du coup, j'y ai passé la plupart du temps et je suis rentrée en France pour des rendez-vous médicaux ou pour régler des soucis administratifs.
En plus, il y avait toujours quelque chose en France à régler à distance depuis l'Allemagne. D'habitude, j'avais aussi des hôtes français en France, ce qui était une excellente opportunité pour au moins un petit peu de conversation, surtout comme j'avais jamais l'énergie de sortir pour rencontrer du monde. J'avais aussi l'accès à Netflix français par quelques hôtes et j'ai bien profité de l'occasion pour regarder toutes les séries et tous les films français en version originale. By the way, I'm hardcore team OV and love having captions on everything. In English, German, or French, I'll have captions in the same language as the original audio because it helps me process better, catch new words, pick up new uses of words I already know, avoid missing details, and gives you additional information you'd otherwise miss. So, caption your videos. In Deutschland fand ich eine Couchsurferin, die mir erlaubte, auf unbeschränkte Zeit bei ihr runterzukommen. Und das habe ich auch so gemacht. Es sei denn, ich hatte sonst wo Termine, wofür ich mich verreisen musste. Als ich bei dir angekommen bin, war das schon fast ein Jahr, nachdem ich mit der Arbeit aufgehört hatte. Bis dann hatten sich meine Kapazitäten so leicht verbessert. Dass ich mich nochmal an die alte vertraute Uni eingeschrieben habe, um wieder mal einen Französischkurs zu besuchen. Diesmal wurde ich auf C1 eingestuft. Ich freute mich so, die paar Stunden ins Reden kommen zu können. Aber ich habe dabei wieder gemerkt, wie die anderen aus der Klasse mehr Schwierigkeiten damit hatten, sich auszudrücken, als ich. Trotzdem, je besser ich sprechen konnte, desto mehr fiel es mir auf, wie viel bei mir fehlte. Da ich keine richtige Bildung in der Sprache hatte, gab es eine Menge, was ich nicht wusste, was ich immer noch nicht weiß. In diesem Fall war das Lernen also ein Produkt der Notwendigkeit, das an die durch Krankheit verursachten Einschränkungen angepasst war. Aber ich hatte einen klaren Vorteil bei Französisch. Ich hatte nicht nur schon mal Deutsch gelernt, was heißt, dass ich mich mit Sprachen etwas auskannte, sondern bin auch noch von einer komplexeren Sprache, in der ich zum ersten Mal mit Deklinationen konfrontiert wurde, zu einer einfacheren, ohne Deklination und mit nur zwei Genus. Außerdem hatte ich auch noch den Vorteil, Spanisch gelernt zu haben, was bedeutet, dass einige Aspekte des Französischen mir von Anfang an schon vertraut waren. Auch diese Ö und Ü Laute, die es sowohl im Deutschen als auch im Französischen gibt, kannte ich schon. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass der beste Weg, um meine Situation zu verbessern, war, Ungarisch zu lernen. Und alle Vorteile, von denen ich mit Französisch profitiert habe, sind plötzlich weggefallen. Il y a quelques mots qui ressemblent des mots dans des autres langues que je connais, mais en gros, la langue hongroise est une complète inconnue. J'avais du mal à maîtriser l'orthographie et il y a des sons que j'avais du mal à prononcer, surtout le y. La structure est totalement différente et il n'y a pas de compréhensibilité mutuelle du tout. Comme avec le français, je me suis dit que la seule option était d'aller en Hongrie pour être en immersion et comme pour le français et l'allemand, je voulais commencer par apprendre au moins les bases en prenant un cours. Mais là, on parle de l'automne 2019 et même si ma vie a été tout sauf stable et sans stress, j'ai pu travailler depuis la fin 2016. Du coup, mon endurance globale a parfois le potentiel d'être beaucoup mieux qu'avant quand je bossais. Mais je fais également attention de ne pas exagérer parce que
Ça pourrait réduire à nouveau mes capacités et il y a toujours le risque que les effets soient permanents. Alors, j'ai essayé d'aller dans un cours du soir d'1h30, mais j'arrivais pas à faire d'efforts mentaux pendant si longtemps. Et le fait de forcer une nouvelle langue à rentrer dans ma tête demande forcément beaucoup d'énergie. Après une demi-heure, je passais rapidement de quelqu'un qui pose et répond à des questions, qui suit les notes et pratique la conversation, à quelqu'un de presque éteint qui pose aucune question, est incapable de répondre même aux questions les plus simples et a du mal à prendre les notes. Et le cerveau même m'a fait mal. Mais je pouvais pas vraiment partir après que 30 minutes. J'aurais raté les 2/3 de chaque séance. J'ai essayé de parler à l'école pour voir s'il y avait un moyen de trouver une adaptation et la suggestion que j'ai eue était de prendre des cours privés et si je pouvais pas me concentrer pendant plus que 30 minutes, ils ont proposé de faire 30 minutes de classe, une pause de 15 minutes et puis encore 30 minutes. Ça m'allait évidemment pas du tout. Il comprenait clairement pas combien de temps il me faut pour récupérer après ces premières 30 minutes d'effort. Après un cours normal de 90 minutes où je fais 3 fois plus d'efforts que je devais, je restais épuisée pendant les 24 heures qui suivent. Ça veut dire que la moitié de la semaine était déjà bloquée par les cours et le jour qui restait par les crashs d'après-cours. En plus, le cours a été lu le jeudi et vendredi et avec ces 2 jours consécutifs, j'étais déjà en crash du jeudi avant d'arriver en classe vendredi. Et dans cet état, je pouvais rien apprendre et j'avais besoin d'un jour supplémentaire pour récupérer. Mais m'arrêter après que 30 minutes et recommencer 15 minutes plus tard, j'aurais encore eu besoin de au moins plusieurs heures pour me reposer et le mieux aurait été de m'arrêter là jusqu'au lendemain et c'était pas une option pour mon école. J'ai essayé de continuer avec le cours au moins jusqu'à la fin du module mais finalement j'ai dû arrêter. Il me restait encore quelques semaines avant de quitter la Hongrie, alors j'ai enfin eu la chance de me reposer et oui. J'ai passé la plupart du temps à me reposer, même si j'essayais de sortir un tout petit peu quand j'étais là depuis plus de 2 mois et j'ai presque rien vu. J'arrivais pas à faire grand chose. 3 Monate später befand ich mich wieder in Budapest. An diesem Tag wurde bekannt gegeben, dass die ersten beiden Covid-Fälle in Ungarn bestätigt worden waren. Zeitgleich gab es in Italien 2500 Fälle. Am nächsten Tag habe ich einen Flug gebucht, um Ungarn 2 Wochen später zu verlassen. Aber 1 Woche später waren alle Grenzen schon dicht. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich den Lockdown in Ungarn verbringen konnte, weil es nicht mal eine Kurve gab, die flach gekriegt werden musste. Und die gesamte Erfahrung deswegen viel angenehmer war als in jedem anderen Land, in das ich sonst gereist wäre. Ich habe diese Zeit in einem Hostel mit mindestens 5 Ungarn verbracht, ab und zu mal mehr. Das war das idealste Immersionserlebnis, das ich mir hätte vorstellen können. Ich konnte schlafen, wann immer mir danach war, und aus meiner Höhle kriechen, um mich aufs Sofa zu legen, wenn ich mal die Kraft hatte, etwas sozialer zu sein.
Aber ob ich im Bett oder auf dem Küchencouch lag, habe ich den Native Speaker immer zugehört. Ich habe auch ungarische Filme geguckt und ungarische Musik gehört, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, aktiv zu lernen. Meist fühlte ich mich nicht so besonders top, habe mich also nicht dazu erzwungen. Also habe ich nicht wirklich viel gelernt. Ich habe einige Wörter wieder neu gelernt, die ich inzwischen vergessen hatte, und auch einige neue Wörter gelernt, aber mein Ungarisch war immer noch auf so einem niedrigen Niveau, dass ich nicht wirklich reden konnte. Ich fand sogar einen Tandempartner, aber worüber sollten wir uns denn unterhalten haben, außer so Rollenspiele, in denen wir uns immer wieder vorstellen? Endlich habe ich die perfekte Lösung gefunden. Im Netz habe ich eine Ungarischlehrerin gefunden, die Verständnis für meine gesundheitlichen Bedürfnisse hatte. Mein Schlafrhythmus ändert sich ständig, deswegen schlafe ich mal morgens, mal nachmittags, mal abends und mal, wie ein normaler Mensch, nachts. Meine Lehrerin ist flexibel und ermöglicht mir, die Tageszeit unserer Treffen nach Bedarf zu ändern. Sie war damit einverstanden, dass wir nur eine halbe Stunde machen, was für mich perfekt war. Wir mussten zwischendurch Auszeiten einlegen, wenn es mir besonders schlecht ginge oder wie jetzt, wo ich an diesem Vortrag arbeite und meine ganzen Kräfte für was anderes einsetzen muss. Und es ist nie ein Problem gewesen. Das fand ich alles super und merke schon, wie ich so langsam vorankomme. Hogy vagy? Jól vagy. Nem vagy éhes? Nem. Már ebédeltél? Volt ebéd? Nem értem. Mm-hmm. Ebéd is lunch. You say like alma püré? Alma püré. Ez nem ebéd. Nem, ez reggeli. Ez reggeli. Ú, én nagyon éhes vagyok. Sajnálom. Mm-hmm. Kérek egy fagyhagyma krém leveset, fagylaltosat, 1440 forint lesz. Alma fröccsöt. Más valamit? Aha, nincs. Más valamit. Más valamit? Uh-huh. Nincs, köszi. Uh-huh. Nem köszi, jó? Nem nincs. Nem. 2780. 2700? 80. 40? Nem 40. Yeah, great. Super, nagyon jó. So now anywhere you go, you will survive. You will get the food and the drink. After 6 months in Hungary. Sziasztok, gyerekek. Itt van, Toskánában, látom a Kossuth utca. És nem értem, miért a Kossuth utca Toskánában. Nem ez Magyarországon, az Olaszországon. Nem értem. Alors, c'est là que j'en suis avec l'hongrois, mais on est où avec le français et l'allemand? Au cours de la dernière année, j'ai passé que 2 mois en Allemagne et même pas un jour en France. La liste de choses dont je dois m'occuper dans les deux pays s'est fortement réduite jusqu'au point où j'ai des fois des mails ou des appels concernant quelque chose en Allemagne à régler, mais presque rien en France. Mais je m'inquiète quand même pas pour mes compétences dans ces langues, même si je fais pas d'efforts exprès pour les maintenir. Mais qu'est-ce que je fais pas exprès? J'écoute de la musique et je regarde toujours des films ou séries dans ces langues. Je regarde aussi du contenu sur YouTube qui est pas fait pour apprendre les langues, mais plutôt à informer les natifs sur n'importe quel sujet. Je suis dans des groupes du support allemand et français pour mes maladies. Et j'ai des chats de groupe qui incluent parfois des appels ou des messages vocaux. J'ai essayé de tenir un journal en changeant toujours de langue, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai des difficultés à écrire à la main. Mais je me retrouve souvent à écrire des petits textes en ligne qui exercent les mêmes schémas neuraux du langage.
Du coup, ces langues sont toujours présentes dans ma vie. Et à ce niveau linguistique, ces méthodes qui ne marchaient pas pour apprendre une nouvelle langue suffisent pour garder ce qui est déjà établi. Voici donc mon expérience et comment j'ai essayé toutes les options auxquelles j'ai pensé jusqu'à j'ai trouvé quelque chose qui marchait pour moi. Mais cette maladie nous affecte de différentes manières. Certains ont du mal à lire comme moi et certains ont du mal à écouter de l'audio ou à regarder des vidéos. Alors les aménagements dont on a besoin seront également différents. Pour vous donner une idée de comment ça peut varier, je vous présente quelques expériences d'autres personnes souffrantes de mes maladies et ce qu'ils ont dit sur la façon dont ils apprennent et entretiennent les langues. Thank you very much to the Polyglot Conference for allowing me the opportunity to share my story. I appreciate that this year's Polyglot Conference allowed part of its platform to be dedicated to amplifying Black and disabled voices, and truly hope that's a sign that the increased accessibility we enjoyed this year isn't just temporary, as we've seen with so many other organizations. I hope to continue seeing future conferences accessible to those who are unable to travel to be there in person, all videos subtitled to make them fully accessible, and lots of minority faces up on stage. I hope you all will support me in starting a foundation to help people like me who are left homeless or in abusive environments as a result of an illness that isn't understood by their community. If you'd like to learn more about my specific diagnoses, you can find detailed explanations on my YouTube channel, Uninvisible and Invisible Illness Awareness Project, as well as have a look at how I handle traveling while chronically ill and follow my progress in learning Hungarian. I also created an Uninvisible Discord server that I'd like to serve as a community for people with all kinds of invisible illnesses and a language server for polyglots. Both are just getting started now, but I would love if you would join us and help breathe more life into them. Thanks for watching. Sziasztok. Mach's gut. Hasta la vista. A la prochaine. Ciao.